Clara Hütte im Nationalpark Hohe Tauern wurde im Winter 2012 durch eine Lawine stark beschädigt. Die Sektion Essen des DAV, der die Hütte gehört, fasste den mutigen Beschluss, den nun geplanten Um- und Erweiterungsbau zum größten Teil mit freiwilligen Helfern zu bewältigen. Als ich davon erfuhr, wollte ich wissen, was Menschen dazu bewegt, sich auf ein solches Unternehmen einzulassen. So entstand dieser Film. Er handelt von ganz normalen Menschen, die in einer außergewöhnlichen Situation Großartiges leisten. Es beginnt mit dem Bauleiter und Architekten Klaus Mattheu, der immer auch selbst mit Hand angelegt hat, wie hier bei der Isolierung des neuen Daches. Und es endet längst nicht bei Hansi, der täglich die 650 Höhenmeter von Ströden zur Clara Hütte hinaufgewandert ist. Wie sich deine Urlaubsplanung in diesem Jahr entwickelt hat? Also von dem Kollegen, von dem ich hier das mit dem DAV, mit der Freiwilligenarbeit mal gehört habe, der hat das schon 2 Jahre lang erzählt und dieses Jahr wollte ich das eigentlich auch mal machen. Nur dann dachte ich, ich hätte keine Zeit, weil Semesterferien angefangen haben. Meine erste Wanderung war vom Parkplatz hier hoch. Meine zweite war zum Gletscher. Boah. Beeindruckendsten eigentlich das Ausmaß, was den Helfern hier geboten wird. Also so an Essen. Erstmal, dass der Koch saugut ist, damit habe ich nicht gerechnet. Und ja, auch, dass man das immer genug gehabt, dass man ja halt, dass hier alles hochgekarrt wurde und einem einfach alles gegeben wurde, dafür, dass man hier nur arbeitet, auch wenn man nichts gelernt hat. Mhm. Und in dem Sinne erstmal in den ersten Tagen halbwegs blöd rumsteht, bis man dann was kann. Mhm. Ja, also ich konnte ja mit Holz arbeiten, das habe ich vorher schon gerne gemacht. Ich habe bei uns mal für die Küche so eine Bank gebaut, auch mit so einem Klappsitz und sowas. Aber von alleine lernt man da nichts. Irgendwann wird man halt schneller und effektiver, aber so richtige Sachen lernt man da nicht. Und wenn man dann das Glück hatte, dass man einen Zimmermann da hatte, den Hauke, und der sich dann auch die Zeit nimmt. Bernhard auch, ja. Bernhard dann später. Also zuerst war ich ja beim Hauke und später dann beim Bernhard und da habe ich unheimlich viel gelernt. Das habe ich auch mitgekriegt. Ich denke, Bernhard war ein guter Meister für dich. Ja. Für mich auch. Ich habe auch nochmal dazugelernt. Wie sieht es für dich aus im nächsten Jahr? Ich wollte eigentlich ganz gerne nochmal herkommen und mir das angucken. Ich meine, es kostet ja dann immer noch nichts, wenn ich mitarbeite. Und ich muss nur hinkommen. Das ist dann eigentlich auch nicht so das Problem. Ich muss nur. Ich komme aus Niederwenigern, das ist südlich von Essen. Wohne jetzt in Bochum mittlerweile. Das ist ja auch nicht weit weg. Gedacht, ist das eine super Alternative, einfach von zu Hause rauszukommen in die Berge und dann. Ich bin jetzt fast 3 Wochen da, also am Samstag wären es 3 Wochen. Ich war zur Hälfte auf der Baustelle und zur Hälfte im Service. Was war die schönste Arbeit für dich? Ich wollte eigentlich erst überhaupt nicht in den Service, aber mittlerweile gefällt mir der Service echt super gut. Ja, ich finde auch, dass du das toll machst. Souverän bedienst du die Gäste. Ja. Die Anfahrt. Die war einfach so lang und dann noch hier hochlaufen, das war echt hart. So irgendwie 14 Stunden unterwegs gewesen dann. Das war schon nicht ohne. Ich kannte eigentlich nur den Marcel, weil wir halt zusammen sind und uns zusammen hier angemeldet haben. Ansonsten kannte ich
niemanden. Wir haben halt noch jemanden aus Essen mitgenommen für die Mitfahrgelegenheit. Den haben wir dann halt auf der Fahrt schon ein bisschen kennengelernt, aber ansonsten kannte ich hier niemanden. Wie fandst du das jetzt mit 9 Leuten hier so? Relativ engem Raum. Ja. Ja, an sich finde ich das gar nicht schlecht. Ich meine, man hat ja immer noch, also so eng ist es ja nicht, man hat immer noch die Möglichkeit, irgendwie dem einen oder anderen aus dem Weg zu gehen, wenn man mit dem nicht klarkommt oder so. Aber ansonsten hatte ich damit eigentlich gar keine Probleme. Ja, würdest du sowas wieder machen? Ja, wir haben ja für nächstes Jahr, haben wir der Inge und dem Klaus schon zugesagt, dass wir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hier sind und ja, auf jeden Fall auch nochmal, wenn es ganz fertig ist, nochmal hier in Urlaub verbringen, um zu sehen, was draus geworden ist. Aber es hat so viel Spaß gemacht, muss man einfach nochmal erleben. Hey, jetzt kann man schon mal hinten hinschreiben. Schreib dann auf, bitte. Ja. Einmal. Da. Wo bist du da? Kann man da schon gehen? So, ja. Der junge Mann, ein frisches Bier. Danke, ja. So, das bleibt schon mal 10 Minuten drin. Selbstfang an, gell? Ja. Also, ich bin eigentlich durch einen Halbzufall dahergekommen. Bei meiner letzten Skitour sozusagen, habe ich beim Aufstehen habe ich meine Bizeps hingerissen. Bis dahin waren zwei Geschichten. Habe ich da schon ausgemacht gehabt und habe aber eigentlich auf einer anderen Alm zugesagt gehabt. Und eben, da hätte ich Milchverarbeitung gehabt. Das habe ich mir dann nicht zugetraut, weil die eben im Krankenhaus gesagt haben, keine Belastung über 2-3 Monate und so weiter. Und da hat es halt geheißen, okay, die großen Töpfe muss mal halt jemand helfen. Ne? Mhm. Dann habe ich eigentlich da wieder praktisch retour zugesagt. Ne? Ja. Und das haben wir dann, da ist dann auch der Klaus ziemlich froh gewesen, weil er bis dahin eigentlich nur einen reinen Koch gehabt hat und die aber doch schon Alpenvereins Hüttenerfahrung. Ne? Und überhaupt Gastro-Erfahrung habe ich selber schon Lokale gehabt. Ne? Ja. Also ein bisschen, jetzt, ich kann natürlich überall irgendwas machen. Mhm. Das ist mein erster reiner Kochjob. Ne? Ich bin kein gelernter Koch. Ne? Ja. Ja, das war echt anspruchsvoll und interessant. Habe ich ein bisschen Angst gehabt, wie das überhaupt bewältigt kann. Ne? Ja. Mhm. Ja, natürlich. Nicht, wenn man so nur Koch und relativ, ich meine, mittlerweile mit Kochen relativ einfach, aber doch professionell. Ne? War gar nicht so, ne, ja, für mich. Das bis hat, jetzt so hat es immer geschmeckt. Ja, eben, die Leute sind eigentlich recht zufrieden. Ja. Ja. Freut mich natürlich. Das ist für mich auch viel wert. Nicht? Das, in den Mengen habe ich auch noch nie gekocht. Nicht? Also wirklich bis 100, 150 Essen teilweise, wenn man Suppen und Süßspeisen dazu nimmt mit den freiwilligen Helfern, sind da am Tag schon drinnen jetzt gewesen im August. Ja, gar nicht ohne. Gar nicht ohne, ja. Mhm. Und in den Berg bin ich sowieso. Ja. Also da auch, da bin ich natürlich auch vielleicht passend. Ich war ja 3 Sommer lang Hirte. Ich weiß, wie man ein Feuer macht, ich weiß, wie man sich in den Berg verhält. Ja. Wie man auch mit Ressourcen umgeht, ja, wenn Sachen knapp werden. Mhm. Ist da natürlich ein bisschen schwierig auch, ja, den deswegen, aus der Stadt das rüberzubringen. Das da deswegen bist du wahrscheinlich, auch wenn du kein gelernter Koch bist, der ideale Koch hier oben auf der Hütte in den Bergen. Ja, irgendwie es scheint das so zu sein, dass es da gar nicht schlecht reinpasst. Ne? Und natürlich das alles zu handeln, nicht? Ich meine, eben einerseits ein bisschen eine Karte zu haben, andererseits eben wechselnde Speisen. Nicht? Weil ihr alle als Freiwilligenhelfer seid ja länger da. Mhm. Ich kann ja nicht 5 Speisen auf die Tageskarte schmeißen, die ich jeden Tag koche und halt im kleinen Team kochen muss was Eigenes. Ne? Mhm. Das ist eben auch die Anforderung da. Ja. Ja. Ah, jetzt ja, das muss ich dich auch mal fragen. Ja. Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Ich bin hierher gekommen. Wie geht das bei dir? Wie geht es bei mir? Ja. So, und weil ich nun Mitglied im Alpenverein bin, habe ich dann also die E-Mail im E-Mail-Verteiler mit drin und habe
die Info bekommen, dass auf der Klarer Hütte und auch auf der Essener Rostocker Hütte Leute gesucht werden. Und dann habe ich mir die Internetseite angeschaut und die Klarer Hütte hat mir einfach besonders gut gefallen. Mhm. Ich gedacht, okay, hier ist es am nötigsten, dass was getan wird. Hier ist das größte Arbeitsaufkommen und deswegen habe ich mich hier gemeldet. Und bis jetzt finde ich es immer noch so, dass es genau das Richtige ist. Andi ist der professionelle Baggerfahrer, der uns hier zeigt, wie man aus großen Granitblöcken eine stabile Natursteinmauer errichtet. Wird ja eingeschüttet, weil die Lawine von dieser Seite kommt und die Natursteinmauer dient als Stütze, um das gesamte Gebäude einzuschütten und ja, als Lawinendamm sozusagen. Es kommen auf beiden Seiten der Hütte Lawinen, aber die gefährliche kommt von der Seite. Wenn mehrere Lawinen in einem Winter kommen, dann bleibt die hier liegen und die nächste geht drüber und dadurch kommt sie so alle 10, 20 Jahre mal, also auch über die Hütte drüber. Und wenn man jetzt diese Anschüttung macht, dann wirkt das wie eine Ablenkung, wie ein Lawinenablenkdamm. Wie bist du hierher gekommen? Wir haben uns Anfang des Jahres eine Wohnung gekauft und dementsprechend knapp ist unser Budget gewesen und eigentlich hatten wir damit gerechnet, dieses Jahr gar nicht in den Urlaub zu fahren. Aber dann kam von der DAV-Sektion Essen eine E-Mail mit der Bitte um Arbeitskraft. Und dann haben wir uns gedacht, passt wunderbar, Alpen, Arbeiten, zwei Dinge, die wir können. Und dann haben wir uns gedacht, kommen wir her. Ja. Es hat sich gezeigt, dass wir doch so eins, zwei Dinge machen können, die gebraucht werden. Ja, vielleicht sind wir da so ein bisschen speziell, weil wir auch zu Hause im Verein tätig sind, im Karateverein. Und im Grunde immer, wenn irgendwie was ist, sind wir da und versuchen zu helfen. Kalksand und Handfaser. Nur die Wände von den Zimmern werden damit Lehm. Also nur diese Wände in jedem Zimmer. Jedes Zimmer hat eine Lehmwand. Und ja, der Rest ist eigentlich nur Kalk. Das müssen wir zuerst nass machen, weil sonst
trocknet der Lehm zu schnell und dann gibt es Risse, das wollen wir nicht. Die Woche ist jetzt nass. Wenn ich meine japanischen Kelle habe, wäre das natürlich noch viel spannender. Wieso japanische Kelle? Na, weil die viel eleganter sind. Was diese Dinger da. Mhm. Das ist ja doch ungewöhnlich, dass eine Frau sowas macht. Ja, das ist aber auch nur in einer männerdominanten Welt. Ne? Weil im Lehmbau, also wo ich jetzt, also wo ich mich, wo ich hauptsächlich beschäftigt bin oder womit ich mich zurzeit beschäftige, da sind Frauen immer diejenigen, die Putze machen. Das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Und wo ist das? Na, überall eigentlich. Hm. Sogenannten Ökodörfern und ökologischen nachhaltigen Gemeinschaften zum Beispiel. Neben der Arbeit auf der Baustelle konnte sich jeder einen Tag in der Woche frei nehmen, zum Beispiel um die großartige Landschaft zu erwandern. Wir machten uns auf den Weg Richtung Talschluss mit dem Ziel Umwalkees, dem Gletscher, der den Iselbach speist. Einst reichte der Gletscher viel weiter hinunter. Der glatt geschliffene Granit ist ein eindeutiges Zeichen dafür. Oberhalb dieser Steilstufe liegt in etwa 2400 Meter Seehöhe der heutige Gletschersee. Die Gletscherzunge ist noch fast 1,5 Kilometer entfernt und etwa 200 Meter höher gelegen. Die gewaltigen Eismassen gehen Jahr für Jahr zurück. Das Umwalkees ist einer der gefährdetsten Gletscher der Alpen. Das heutige Wasser stammt von 500 Jahre altem Eis.
Heute kommt der Hubschrauber und bringt neues Baumaterial zur Baustelle. Gleichzeitig fliegt er nicht mehr benötigtes Material weiter ins Tal hinab. Da es keinerlei Zufahrt zur Hütte gibt, ist dies die einzige Möglichkeit zum Transport schwerer und unhandlicher Güter. Selbst der kleine Bagger wurde in drei Teile zerlegt und so zur klaren Hütte geflogen. Hier bringt der Heli zunächst zwei Flughelfer, die das Ganze am Boden koordinieren. Da der Pilot keine Seilwinde verwenden kann, muss er sein ganzes Können aufwenden, um die Last sicher abzusetzen. Der Job heißt Flughelfer, machen hauptsächlich Transportflüge und transportieren, sage ich, kann man alles, was man gut anmachen kann und was vom Gewicht her für den Hubschrauber passt. Und das sicher ist, dann kann man im Grunde alles transportieren. Und wir kommen auch zum Einsatz, wo du mit sonst nichts mehr hinkommst. Darum ist es immer recht anspruchsvoll, diese Geschichte. Okay. Eine der Besonderheiten der neuen Klarer Hütte wird die ökologische Stromversorgung mit Hilfe eines Wasserrades sein. An dieser Stelle wird ein kleiner Kanal das Wasser der Isel ableiten und über das Wasserrad führen. Einige Felsbrocken müssen weichen, um Platz für das große Wasserbad zu schaffen. Andi, der Baggerfahrer, ist gleichzeitig der Sprengmeister vor Ort. Hansi prüft die Tiefe der Bohrlöcher.
Du bist heute dein letzter Tag und du willst jetzt wieder abreisen. Wie lange bist du eigentlich hier gewesen? Ich war jetzt grob 10 Tage da, ich weiß es selbst nicht genau. Ja. Ich bin an einem Freitag gekommen. Okay. Ja, mit dem Motorrad hier rauf. Aber ich muss sagen, es ist nicht ganz mein letzter Tag, denn ich komme ja nochmal wieder zur Jagd. Am 22. Murmeltierjagd. Ich habe mich einen Jäger so eingeladen. Ja. Ja, muss ich sagen, ist jetzt hier natürlich eine sehr intensive Zeit für mich gewesen. Ich habe viele Lebenserfahrungen gemacht. Also hier das Ganze, das Freiwillige. Man lernt viel in der Küche. Auch hier auf dem Bau lernt man noch einiges dazu, was man eben als Stadtmensch so gar nicht kennenlernen kann. Ja, was hat dich eigentlich bewogen, herzukommen? Ja, mein Onkel, der war hier im Juli, Anfang Juli, glaube ich, und hatte die ganze Sache hier gesehen und wusste, dass ich Zeit habe und sagte mir dann, Mensch, Ingo, da musst du hin, da darfst du sogar mit Motorrad hochfahren. Habe ich gedacht, gut, das ist da mal was, um eine Geländestrecke und hast ja ein kleines Motorrad, da fährst du mal hin. Und der war als Urlauber hier? Ja, der nicht, war als nicht Urlauber. Zum Arbeiten auf der Nee, als Hütte. Urlauber okay. War hier. Hatte mir das dann erzählt, was die hier machen. Ja, und da habe ich gedacht, die Chance hat man nicht ein zweites Mal im Leben. Und habe dann gedacht, das muss man mal gemacht haben. Was hat dir am besten gefallen? Das Essen. Das Essen. Ja, und wenn du so eine Gesamtnote vergibst von 1 bis 6? Boah, das ist da schon so eine 1 minus ist das schon. Ja, am 21. komme ich wieder, am 22. sollte Jagd sein. Und am 23. das Murmeltier essen. Ist eine Lawine über die Hütte drüber und hat einen Teil des Daches weggerissen und hat auch durch den gewaltigen Schub etwas das Dachstuhl und zum Teil auch die Rückwand und so weiter leicht beschädigt. Durch den Lawinenschaden war es also notwendig, diese Rückwand freizulegen, um zu sehen, ob hier wirklich grobe Schäden entstanden sind und das zu reparieren. Und da kam die Idee natürlich auf von der Sektion, ja, wenn wir schon alles aufgraben, wenn wir einen Backe hier haben, dann machen wir doch Nägel mit Köpfe und machen gleich eine moderne Hütte draus, machen einen Zubau und machen die Dinge, die fehlen, Duschen, kleinere Zimmer und so weiter, bauen die dazu. Also da wurde schon in dem Stadium an eine Erweiterung gedacht. Ja. Eine Vergrößerung. Ja, ja. Weil ja die bestehende Hütte ja eigentlich den heutigen Ansprüchen nicht mehr. Es sind nur Lagerbetten, es gibt nur eine Dusche, die Küche ist viel zu klein. Also es hat viele, viele Nachteile. Und daher
war natürlich dann dadurch den Lawinenschaden, das war der Auslöser, dass man gesagt hat, man muss was tun. Und dann wurde eben das neu geplant, weil dann habe ich gesagt, nein, man kann nicht daneben bauen, sondern man muss einen komplett eingraben, damit die Lawine wieder drüber gehen kann. Nicht? Und da ist die Hauptidee ist eben dieses Eingraben, aber dieses zweistöckige, dass ich oben noch eine Reihe Fenster bekomme, dass man oben diese Zimmer bekommt und links und rechts diese zwei Höfe, die es ja schon gegeben hat, aber viel kleiner, dass man zwei Höfe macht und dadurch also seitlich Belichtungsflächen bekommt und dadurch gibt es im Erdgeschoss eben diese Personalräume und also jeweils drei Räume, die noch eine Belichtung haben. Und den ganzen mittleren Teil gibt es dann die unbelichteten Nebenräume wie eben Lager- und Sanitärbereiche. Das ist eigentlich die Hauptidee. Und dann das Gesamte von der Hangseite, von der Nordseite her einschütten und nur eben nach vorne frei zu lassen. So. Mit dem Eingraben, das ist eine tolle Idee. Und das hat mich so angesprochen, dass ich gesagt habe, ich fahre hierher. Ja. Es ist ja nicht nur diese Lawinengeschichte, warum es eingegraben ist, sondern es ist auch, um die einerseits die Landschaft zu schützen. Man muss ja bedenken, dass der Neubau fast die doppelte Größe des Altbaus hat. Ja. Und wir wollten natürlich, wenn man sich vorstellt, dass dasselbe daneben, dann wirkt die alte Klara-Hütte nur mehr wie ein Anhängsel von den neuen. Und das wollten wir nicht, weil wir einerseits also die Landschaft hier möglichst schonen sollten, aber auch, das ist mir ein besonderes Anliegen immer, diese Bausubstanz zu erhalten und als Hauptaugenmerk zu bewahren. Die alte Hütte. Die alte Hütte. Ja. Weil sie doch, sie ist zwar, könnte man sagen, architektonisch nicht besonders interessant, weil viel umgebaut worden ist und es war da eine Natursteinmauer, die verputzt worden, auch dieser Holzanbau ist vor etlichen Jahren dazugekommen. Es hat, sagen wir rein architektonisch, denkmalschützerisch nicht so einen Wert. Ja. Aber das Alter, 1872, einer der ältesten Hütten überhaupt im Alpenraum, das hat eine Bedeutung für mich. Weil es doch ein Teil der Entwicklung, ich würde sagen, unseres Landes ist, von Tirol zum Beispiel. Das Tirol lebt ja zum überwiegenden Teil vom Tourismus und der kommt natürlich immer von den Alpen, von den Bergen. Brauchen Sie Milch? Und das ist wirklich so etwas, wo man gesehen hat, also das schon vor weit über 100 Jahren begonnen worden ist, die Alpen zu erschließen, das hat einen absoluten Wert für mich. Und ich bin überzeugt, dass es auch spürbar ist. Selbst wenn man es nicht so eben architektonisch sieht, weil es eine relativ einfache, bescheidene Hütte ist, aber ich glaube, man spürt den. Gerade in der Stube drin sagen ja alle Leute, wie gemütlich das ist. Obwohl es ja auch nichts Besonderes ist. Da sind Schalungshölzer da, die Tischplatten sind kunststoffbeschichtet. Das ist nicht besonders. Nicht? Architektonisch eigentlich eher schlecht. Trotzdem ist eine Atmosphäre da, die alle als angenehm empfinden. Ich bin überzeugt, dass es eben nicht nur das Materielle ist, sondern auch das Immaterielle. Einfach der Geist von etwas über 100 Jahre alt. Es gibt zum Beispiel von einem der berühmtesten österreichischen Bergsteiger, der Paul Preuß, habe ich erfahren, dass es ein Bild in seiner Biografie gibt von 1912 vor der Klara-Hütte. Also das sieht man schon, es hat geschichtliche Bedeutung. Ja. Und ich glaube, dass man das spürt und das möchte ich keinesfalls zerstören oder mit irgendwas Neuem überdünken. Deshalb, das Neue soll da sein, weil es den modernen Komfort und so weiter braucht, aber das Wesentliche bleibt die alte Hütte.
Mir ist aufgefallen, dass hier sehr viele ökologische Baustoffe eingesetzt werden auf der Baustelle. Kannst du dazu noch was sagen? Ja, also das ist überhaupt mein berufliches Kriterium, dass ich grundsätzlich nur gesunde, also man sagt baubiologisch gesunde Baustoffe verwende und auch ökologische Baustoffe, das heißt möglichst regional, nicht von zu weit her, um Verkehr zu vermeiden und so weiter. Aber das Wichtigste hier ist doch, dass man natürliche Baustoffe verwendet und unter anderem die zur Dämmung in den Holzwänden, das Schafwolle, weil es eine Schafalm, das war für mich eine Selbstverständlichkeit. Und aus statischen Gründen haben wir schon Beton verwendet, aber der hat da auch nur von hier den Schotter genommen, damit man also nicht so viele Hubschrauberflüge braucht und möglichst viel, also den ganzen Innenausbau und so, aus massivem Holz, unbehandeltem massivem Holz, aus baubiologischen Gründen, weil das glaube ich, dass auch für eine Hütte ganz wichtig ist, dass gesunde Baustoffe verwendet werden, haltbare Baustoffe, solche, die man auch reparieren kann, die von Laien zum Teil auch machbar ist, diese Holzarbeit. Das sind also diese Gründe, warum wir diese Materialien verwendet haben. Also ich hatte schon mehrere Hochgebirgsbaustellen, aber natürlich mit Firmen, immer mit Firmen. Und das ist ja eigentlich das Besondere dieses ganzen, also neben dem Architektonischen und so weiter, des ganzen Vorhabens ist eben diese Freiwilligentätigkeit. Nicht? Dass der Detlef Weber in seiner frechen Art gesagt hat, wir brauchen kaum Baufirmen, wir bauen das selber. Nicht? So ein relativ großes Bauvorhaben in einer sehr schwierigen Situation, weil keine Zufahrt und so weiter. Und haben auch viele Leute gesagt, das kann nie funktionieren. Das geht nie. Und es haben mir etliche gesagt, der Bauleiter, der wird in 14 Tagen mit diesen die Nerven wegschmeißen und heimfahren. Das haben mir viele gesagt. Auch in der ist nach 3 Wochen ist der zuständige Hüttenwart von München hier angereist, zu schauen, ob ich erstens noch da bin und ob das funktioniert. Nicht, weil sie das nicht glauben konnten, dass es möglich ist mit so vielen Freiwilligen, also mit, sagen wir mal, 70-80% der Arbeitsleistung mit Freiwilligen zu machen. Und ich selber hatte es ja auch noch nie gemacht. Und ich muss sagen, das ist schon eine tolle Erfahrung, die man sonst im Leben nie macht. Das ist eigentlich ein Sozialexperiment, meiner Meinung nach. Ne? Und das Erstaunliche ist nämlich das, was ihr auch gesagt habt, dass wenn man hier oben ist, dann ist man irgendwie fasziniert von der Situation. Ne? Man ist weg von allem, man hört nichts, kein Fernsehen, kein Radio. Die Leute kommen als Wanderer nur her. Es ist eine eigene Welt, die völlig losgelöst von der anderen ist und man hat zugleich eine Aufgabe. Nicht? Jeder sieht sofort, aha, da wird gearbeitet, da braucht man mich, da wird, also es entsteht gleich eine Begeisterung für die Arbeit. Dazu kommt noch diese extreme Lage in diesem V-Tal, wo rundherum 3000er sind, wo man also mehr oder weniger nirgends hinsieht, sondern nur die Berge, und das ist schon erstaunlich, wie die Leute dann darauf positiv reagieren, zu 95%. Ne? Und dann auch die Arbeitsleistung mit Freude erbringen, muss ich sagen. Und es waren also die allergrößte Anzahl, wir hatten ja sehr viele schon da jetzt, nicht Freiwillige, nicht? Die allergrößte Anzahl dieser Freiwilligen waren begeistert und haben sich auch anspornen lassen. Nicht? Haben sich gegenseitig angespornt. Und ich habe immer wieder gesagt, ich bin überzeugt, wenn ihr bezahlt würdet, würdet ihr nicht so viel arbeiten. Habe ich immer wieder gesagt. So, dann geschätzt sich hier als äußerst fleißig und kompetenten Menschen kennengelernt. Ich bin glaube ich genau, aber zu genau.
Kompetent bin ich mir heute nicht vorgekommen, so Begriffe, Pflaster. Das ist das erste Mal. Da waren einige Fehlversuche, aber jetzt ist ein Schema da, jetzt macht es Spaß. Du hast ja eben viel mehr gemacht, als du auf Platz gemacht hast. Ja, na gut, das ist Akkordarbeit. Das ist immer angenehm. Das ist immer das gleiche Schema. Das ist auch ganz angenehm. Da kann man so richtig Wettkampf arbeiten. Immer schneller werden. Aber da beim Pflastern war es jetzt zu Beginn schon ein Hin- und Her düfteln, wie man es macht. Und was hat dich bewogen, hier rauszukommen in die Berge? Das war Zufall. Ich wollte von Wien aus eine Tour planen, da über die Klara-Hütte, Reichenberger Hütte. Der Klaus hat gesagt, ich kann nicht da übernachten, außer ich arbeite da. Dann haben wir gedacht, naja, ist es immer nicht so einfach, immer Freunde zu finden zum Arbeiten, zum Wandern. Jetzt habe ich gedacht, dann fahre ich daher, 4 Tage arbeiten, 1 Tag Bergtour alleine. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann haben wir gedacht, naja, jetzt kann ich dich nicht in den Stich lassen, jetzt muss ich nochmal kommen. Und bin dann nach einem Monat Unterbrechung jetzt wieder da für 2x4 Tage. Am Wochenende muss ich heim. Wie findest du diese zusammengeworfene Gruppe? Nein, es ist toll. Was mich wundert, ist, dass es über so eine lange Zeit funktioniert. Dass man im Juli, August irgendwer ein paar Wochen Zeit hat, das ist eh toll. Aber jetzt ist es September und es sind noch immer Leute da. Ja? Und noch immer gleich viel Freiwillige. Also das finde ich schon überraschend. Also ich wünsche Klaus, dass das jetzt bis Oktober so geht, damit es da viel weitergeht. Und ich freue mich dann einmal, wenn ich irgendwo in einem Zimmer, da kriege ich dann ein Einzelzimmer. Ich hoffe, ein Komfortzimmer. Ja, schön ist es hier. Ringsrum sind Berge. Da hinten ist irgendeine 3000er Spitze. Ringsrum auch. Alles voll. Wir gehen auf die Philipp-Reuter-Hütte und dann gehen wir zum vorderen Ball, Turl, und dann gehen wir zum Arnerkopf, auf den Arnerkopf. Eine Philipp-Reuter-Hütte auf 2700 Meter Höhe ist eigentlich nur ein Notbehelf. Bis zu 8 Personen können hier in Eigenversorgung übernachten. Die eigentliche Philipp-Reuter-Hütte ist zerstört. Wir gehen jetzt bald weiter aufs Unterturn und dann vielleicht auf den Arnerkopf.
Von hier aus sind es noch ca. 200 Höhenmeter bis zum vorderen Umballtür und dem Übergang nach Südtirol. Beeindruckende letzte Blütenpracht und eine Berghummel, bevor uns endgültig nur noch Gestein und Schnee umgeben. Ein Stück oberhalb findet man diese Überreste der alten Hütte. Sind unheimlich viele nette Leute hier, so auch in der ganzen Zeit da gewesen. Das ist schon schön. Wie viele Freiwillige hast du eigentlich jetzt in der Zeit erlebt? Also in den 2,5 Monaten, glaube ich? Oder wie viel? Über, 2,5 Monate. Ja gut, ich war ja schon Anfang Juni da. Also ich sag mal, über den Daumen sind das bis zum 50. 50, vielleicht sogar 60 Leute schon. Und tolle Leute dabei. Ganz toll. Hat viel Spaß gemacht. Oder macht immer noch Spaß. Ja, ich bin eigentlich dem Aufruf des DAV aus Essen gefolgt. Die haben mich Ende des Jahres angeschrieben und haben gesagt, hier, habt ihr nicht Lust beim Bau der neuen Klarehütte zu helfen? Wir brauchen Leute für den Wegebau, für den Neubau, für den Hüttendienst. Und ich habe gesagt, ich mache Wegebau mit. Oder wenn es sein muss, baue ich auch mit. Ja, und dann habe ich zu Anfang Wegebau mitgemacht, 3 Wochen lang. Und dann bin ich erstmal nach Hause gefahren. Und nach 14 Tagen schrieb Klaus mich an und sagte, kannst du nicht wiederkommen, wir brauchen dich hier.
habe ich meine Sachen gepackt und bin wiedergekommen. Wegebau ist ein bisschen ungewöhnlich für eine Frau eigentlich, oder? Nee, für mich war das eigentlich gar nicht ungewöhnlich, weil ich wollte draußen arbeiten und körperliche Arbeit macht mir an sich nichts aus. Das ist nicht das Thema gewesen. Der Winter hat da ziemlich viele Teile vom Weg weggerissen und da mussten dann Löcher gestopft werden oder da war eine andere Stelle verlegt werden und so. Das war, na gut, es ist körperliche Arbeit gewesen, aber man braucht da nicht bei denken. Naja, nicht so richtig, ne? Das hat aber viel Spaß gemacht. Wo sind denn die Achterhagens jetzt? Wir kriegen neue Schlafgäste. Man kann die aussuchen. Was schätzt du, Luftlinie? Wie weit ist das? Schwierig zu schätzen. Also Luftlinie 100, 2, 3, 4, 500 Meter. Die da gehen, die habe ich im Juni. Mit denen habe ich hier Wegebau gemacht. Mit dem Frank und mit dem Uli. Die beiden sind für die Wege der Sektion zuständig. Das ist immer so ein bisschen aufgeteilt. Unser Bereich, den wir in Ordnung halten müssen, geht bis zur Ochsnerhütte. Und das ganze Tal hoch, das müssen wir in Ordnung halten, insofern, dass wir das markieren müssen. Auch dieser Weg muss schon mehr in Ordnung gehalten werden als der obere Bereich. Hier durch die Clara-Hütte immer viel Tagesgäste. Und da muss schon ein bisschen drauf geachtet werden, dass der Weg in Ordnung ist. Gerade im Frühjahr. Ich bin ja schon gefragt worden, ob ich nächstes Jahr wiederkomme. Und also auf jeden Fall werde ich nächstes Jahr wiederkommen. Aber ich weiß noch nicht, was ich dann mache. Einfach weil ich finde, dass die Clara-Hütte, das ist so ein tolles Projekt. Und ich habe jetzt so viel damit erlebt und ich möchte einfach sehen, wie es weitergeht. Nochmal winken zu meinen Leuten da oben.